We should probably be doing something. Ja, da hat der gute Mann natürlich ganz recht. Und in diesem Sinne, willkommen zurück nach dem kleinen Absturz mal wieder von Half-Life 2.exe. Zurück bei Half-Life 2, BZW bei Black Mesa, der kostenlosen Mod, die Half-Life 1 zu Half-Life 2 bringt, sozusagen. Kann man doch so sagen, ne? So, hier waren wir übrigens noch gar nicht drin. Oh. Ich weiß gar nicht, warum wir hier nicht... Earth to Gordon. Alter, was willst du denn, du Vogel? Oh, that was awkward. Boah, Alter, verpiss dich mal. Das ist ein Heini. So, und wir wissen ja, was uns erwarten wird. Huch. I keep thinking you're about to say something profound. Ich sag nichts Profundes. Ach, hier sind wir abgestürzt. Genau, deswegen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir wissen gar nicht, was uns erwarten wird. Ich dachte gerade, jetzt kommt wieder die Szene, wo wir die beiden Soldaten von hinten abknallen müssen. Aber das war schon in der letzten Folge. Here they come. Waren das die einzigen? Okay, wir gehen mal rein. Emergency Tesla Discharge, okay. Are we gonna go anytime soon? Entschuldigung, es tut mir furchtbar leid, wenn ich das Let's Play irgendwie in Länge ziehen sollte. Aber ganz ehrlich. Boah, ey. Das ewige Gequatsche. Ich behalte ihn trotzdem noch, aber vielleicht braucht man den als Kanonenfutter oder sowas. Aber diese blöden Sprüche die ganze Zeit. Hui! Call it a hunch, but we should probably be doing something. Halt die Fresse, Junge! Oh, ich hoffe, den haben wir nicht umgebracht. Bring it on. Na, das ist ja eher süß. Hold them off while I reload. Naja, der macht das schon. Okay, ach, das sind diese Augen von dem Viech. Also, was macht der denn da? Ich... Also, der Typ, ne? Das ist so ein Vogel einfach. Habe ich gar keine Worte für. Ach, hier sind diese einen Augen. Aha, aha. So. Die Frage ist, hätten wir den retten können oder nicht? Ich weiß es natürlich nicht. Auf jeden Fall können wir hier nicht mehr viel machen. Da geht's nicht weit. Oh. So, und da geht's auch wieder rein. Alter, hier geht's ja überall lang. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall sieht's da gleich wieder sehr kühl aus. Der ist auch tot. Alter, lebt hier überhaupt noch irgendein Wissenschaftler? Schon wieder Tesla. We got uglies. Ich glaube, die Soldaten... Alter, die Soldaten sind auch dämlich. Die haben zwei von den Riesen da drin. Und was machen die Soldaten? Die laufen da rein und stellen sich davor. Die sind so schlau einfach.
Hui! So, das hat ja gut funktioniert. Hast du recht. Ich weiß nur nicht, ob wir da reinkommen, aber selbst wenn, dann sind die Uglies weg, die Soldaten sind weg, alles gut. Huch! Ja, halt die Schnauze. Ich bin neu hier, ich kenne mich hier nicht aus, verdammt. Wieso kommen wir denn überall wieder dahin? Ah. Okay, sonst gibt's hier aber offenbar nichts. Bioforce 2000. Let's get going already. Hallo? Okay. Ich glaube, ich höre eine Selbstschussanlage. Kurz die Ammo mitnehmen. Das ist keine Selbstschussanlage, das ist ein... Well, I'll be damned. I think we just found our scientists. Doesn't look like the front door is an option. I'll tell you what. I'll stick around here and keep an eye on them, if you want to go find a way to bust them out of there. Okay. Ja, ja, so machen wir's. Hauptsache, du hältst die Schnauze und alter Schwede, was ist das denn bitte schön? Das sieht ja aus wie bei McDonald's in der Suppenküche. Ach du Scheiße. Hier möchte ich später mal operiert werden, wenn irgendwie ein Notfall ist. Die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt von hinten an die Wissenschaftler ran? Mist, 3 Schuss verbraten, weil ich mich gerade erschreckt habe. Geht's hier irgendwie durch? Nee, das ist nur so ein Ding. Hier ist sonst auch nichts zu machen. Hier ist auch nichts zu holen? Nee. Okay, hier kommen wir nirgends durch. Ich probier's mal hier irgendwo lang. Was ist das denn hier? Bioshock? Und natürlich wieder ein Ladebildschirm. Ach ja, wie habe ich die vermisst? In jeder Aufnahme oder beziehungsweise in jeder Folge Black Mesa muss es mindestens einen Ladebildschirm geben. Ich glaube, in den letzten haben wir sogar 2 geschafft. Wäre ja sonst langweilig. Was haben wir denn? Ach, scheiße. Gut, ich lass die mal rankommen. Vielleicht, Na nü? Hallo? Schnauze! Huch! Vielleicht hätten wir den noch gar nicht umbringen sollen. Hui! Ach du Hei...
Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Laser! Und Action! Kanonen! Satisfaction! Der Freeman ist zurück. So, wer ist hier? Dr. Zorn. Dr. C. Horn wird ausgesprochen Dr. Zorn. Oder natürlich für andere Leute Dr. Chorn. Hallo Dr. Chorn. Und wer ist das? Dr. M. Foreman, einer der Gründer. Echt? Das sieht mir aus wie einer der Fantastischen Vier. Okay, hier haben wir schöne Fotos an der Wand. Das ist natürlich sehr schön. Da waren wir, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich würde gerne die Knarre mal ausprobieren. Andererseits bin ich bestimmt zu geizig, die zu verwenden. Hallo? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wozu wir das machen. Aber wir... Natürlich. Wir stellen hier überall die Laser an. Ich habe aber noch keine Ahnung, wozu das gut ist. Alles klar. Ich glaube, ich weiß, wozu es gut ist. Uah. Können wir die jetzt schon losfeuern oder geht das eher nicht? Nee, wir brauchen noch einen zweiten Laser. Okay, ich bleib, glaube ich, bei der Schrot. Ach Mensch, ach, das ist Ammo, alles klar. Gut zu wissen. Dann kriegen wir auch Munition für das neue Ding, da müssen wir den Supercharge mal ausprobieren. Jetzt haben wir den zweiten Laser aktiviert und der wird dann wahrscheinlich auch mit in das Maschinchen strömen. Oder auch nicht. Ah, okay, da fehlt immer noch ein zweiter Laser. Wo macht der? Ich höre ein Viech. Und ich vermute mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal, das hier wird... Die ganzen Bilder hier sind... Schnauze. Die ganzen Bilder hier sind so Map-Designs oder sowas von Black Mesa. Ich bin mir nicht sicher, gut, das hier nicht, aber vorhin, das haben wir gesehen. Auch ein paar Concept-Arts haben wir schon gesehen. Und das hier sieht aus wie vom Level-Editor irgendwie, so ein paar Screenshots. Bin mir aber nicht ganz so sicher. 95%. Dr. Welch. Ah ja, Dr. Welch hängt sich ein Foto von sich selbst auf. Und das könnten eigentlich auch die Entwickler sein von der Black Mesa-Mod. Ich weiß es nicht. Für Doktoren sehen die doch relativ jung aus. Ach komm. Hui. So, letzter Laser und dann können wir endlich weiterkommen. Ich drücke hier einfach mal auf Fire. In die Laserstrahlen reinlaufen will ich nicht unbedingt. Da geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir jetzt zur Lasermaschine. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich vermute mal, wir kriegen dann einen Durchbruch nach draußen. Boah. Boah. Danger, High Voltage, okay. Strom ist drin, wie es aussieht. Die Frage ist, wo bedient man das Monster?
guck mal, Fleischmützenlebende. Da würde ich mir mal gerne einen mitnehmen. Die Frage... Ach, hier hinten, gucke mal. Da haben wir doch ein Kommandozentrum. Testfire! Wuhu! Yeah! La 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 la. Nur mal was probieren, nur mal was probieren. Na, jetzt bleib doch mal oben. Komm, leg dich mal hin, mach's dir bequem. La 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 la, nur mal was probieren. Cool. Ich frage mich, was passiert, wenn man da selber reinspringt. Ich speichere mal eben. Okay, warten, warten. Wie? Na also. Ach so. Kamikaze! Naja, so Kamikaze war das jetzt auch nicht. Und das gibt's doch gar nicht. Da schmiert Half-Life schon wieder ab. Ich glaub, ich piss ins Essen. Das kann doch gar nicht sein. Alter, ich kann gerade mal irgendwie 15 Minuten Half-Life spielen oder was? Also hier Black Mesa. Was ist denn da los, sag mal? Das ist ja höchst merkwürdig. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Whatever. Alter, das ist ja richtig zum Kotzen heute. Mann, Mann, Mann. So, also bis später. Tschüss.